Hip, jung und modern. So präsentiert sich die neue Lieblingstante. Und sie hat Tacos mit im Gepäck. Wer sich's auf die kleinen Mais-Tortillas, natürlich glutenfrei, steht, ist bei der Taco-Tante in der Johannesgasse genau richtig. Und für den großen Hunger gibt's Burritos und Hamburger. Muchas gracias, sagt die Tante. Südamerikanischer Flair pur mitten in der City. Jenny Salchenegger erklärt, woher ihre Vorliebe für die Spezialitäten aus diesem Teil der Welt kommt. Naja, jeder hat doch irgendwo eine Tante. Und auf meinen frühen Reisen mit meinem Vater auch durch Amerika, also das ist jetzt schon 20 Jahre her, haben wir die mexikanische Küche bereits kennen und lieben gelernt. Wir haben Tacos in verschiedenen Zubereitungsarten. Wir haben die überaus beliebten Burritos, die eingerollten Weizenfladen. Unsere Tacos sind auch aus Maismehl gemacht, das heißt, sie sind glutenfrei. Wir beziehen unsere Tacos von einer kleinen Manufaktur. Und die Zutaten müssen frisch sein. Und es muss einfach eine Ausgewogenheit auch der Frische, der Fleischfüllung und der Soßen auch sein. Ja. Aber wie deftig wird gewürzt? Die Südamerikaner lieben es ja feurig. Wir haben es pikant, aber wir haben es nicht zu scharf. Wer es doch etwas schärfer liebt, bekommt Tamarindenlimo. Frisch zubereitet, zum Löschen serviert. Das passt sehr gut zu den Tacos. Also ich trinke das literweise, weil ich es einfach liebe.